Ja, mein Name ist Enrico Wilhelm aus der Hotel für Jahreszeiten hier in Hamburg. Als erstes bereite ich meinen Shortdrink vor mit Yuzu-Sake. Der Drink nennt sich Yuzu Sancho, ein altbewährter Klassiker von mir. Bestehend der Name aus zwei der Hauptzutaten, einmal den Yuzu-Sake und dann on top Sancho-Pfeffer. Dazu kommt noch etwas Zitronensaft, es kommt etwas Gum-Sirup dazu und für den Drink habe ich den Monkey 47 Gin gewählt, um noch ein bisschen Fülle und Würze auch damit reinzubekommen. Allerdings soll schon der Yuzu-Aroma schon im Vordergrund stehen und natürlich noch ein etwas Eiweiß. Natürlich. Ich soll das ohne gehen. Ja, das Ei hat in dem Fall auch eigentlich zwei Funktionen. Und zwar, also nicht nur durch die eine cremige Textur zu schaffen, sondern auch da dieser Pfeffer nachher oben drüber gestreut wird, einfach auch den Pfeffer auf Top zu halten. Weil sonst so, dann nehmen wir einmal 2 cm von dem Martin-Chip. Dann 3 cm Yuzu-Sake. Gomsirup habe ich insofern Gom, genau. Und zwar der Gomsirup ist mit Orangenblütenwasser aromatisiert. Das hat mir im Prinzip auch aufgrund der Regularien eine Zutat erspart. In 4 Jahreszeiten ist hier arbeiten wir. Genau, sehr ökonomisch. Keep it simple. Ja. Wer unsere Bars kennt, das sind ja beides mehr oder weniger One-Man-Bars, One-Man-Shows und ja, wie gesagt, Einfachheit muss gewahrt sein. Als weitere Zutat on top der Sancho-Pfeffer, der etwas über den Drink gemahlen wird. Der Ricardo hatte mich gerade schon gefragt, wir waren ja zusammen auch auf dem Seminar mit Ingo Holland, der verschiedene Gewürze und Salze vertreibt, da habe ich das zum ersten Mal kennengelernt. Es ist ein asiatischer Pfeffer, der aber eher starke Zitrusnoten hat. Ist verwandt mit dem Sancho-Pfeffer, der auch häufig in der asiatischen Küche verwendet wird. Und hat wie gesagt sehr starke Zitrusnoten. In dem Fall ist das die Herbsternte, der noch ein bisschen intensiver ist auch als die Frühjahrsernte. Und ich finde, er bringt zum einen erstmal eine frische Note für die Nase mit. Und zum zweiten, wenn man auf diese kleinen Pfefferkörner später drauf beißt, gibt es eigentlich so eine Geschmacksexplosion, die sich noch entfaltet und ein leicht betäubendes Gefühl auf der Zunge, Herr Scholl, die Sie wahrscheinlich gerade feststellen. Nein, im Moment stelle ich gar nicht fest. Ist ja immer
gleich alles im Mund stecken. Das ist warm. Das schmeckt wie ein Magen. So, bitte schön. Also, ich bin ein Anhänger des Anhängers.